Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Gestern war der Frontier Livestream, wo sie das Update 6 vorgestellt haben. Und ich möchte euch in diesem Video einmal kurz zusammenfassen, was alles so gezeigt wurde und was für Infos wir so bekommen haben. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit einem der interessantesten Dinge an, nämlich mit den zwei neuen Viewing Galleries. Da gibt es ja einmal den neuen Viewing Dome und dann diesen coolen Viewing Log, beziehungsweise Baumstamm auf Deutsch. Man kann tatsächlich beide in das Gehege und auch Aviarium platzieren. Das heißt, auch den Baumstamm kann man dann im Aviarium unterbringen. Und verbunden werden die dann unterirdisch mit einem Eingangsgebäude. Das wird es dann auch in den verschiedenen Äras in verschiedenen Optiken geben. Da gibt es einmal die Jurassic Park Variante, die Jurassic World Variante und die DFW Variante. In den verschiedenen Äras ändert sich allerdings nur dieses Eingangsgebäude, wo die Besucher reingehen und nicht der Viewing Dome oder dieser, der Baumstamm. Mensch, das ist immer so schwierig mit Englisch. Wenn man das Ganze platziert, kann man entweder erst das Eingangsgebäude platzieren und dann den Viewing Dome oder den Baumstamm oder halt andersrum, erst den Viewing Dome oder den Baumstamm und dann das Eingangsgebäude. Das Eingangsgebäude muss dann logischerweise immer mit dem Weg verbunden werden, damit das Ganze funktioniert. Und innerhalb von diesen beiden neuen Beobachtungsgalerien gibt es dann auch verschiedene Ansichten. Da kann man dann einfach durchschalten und dann sich an eine andere Position sozusagen stellen. Dann kommen wir als nächstes zu dem neuen Cinematic Camera Mode. Das ist eine Kamerafahrt quasi, die automatisch sich durch den Park bewegt. Wenn man diesen aktiviert, hat man verschiedene Ansichten, die also hintereinander geschaltet werden, wie zum Beispiel Ansichten, die man schon kennt, wie die Monorail-Ansicht oder die Hotel-Ansichten. Aber es gibt auch neue Ansichten, wie zum Beispiel, dass die Kamera über Gästewege fliegt. Dann gibt es verschiedene Dinosaurier-Ansichten. Dann gibt es Himmelskameras, also die sozusagen von oben nach unten filmen, so ein bisschen und da so rumfliegen. Außerdem gibt es auch eine Ansicht auf Parkteams. Und wichtig ist auch, die Kamera priorisiert interessantes Verhalten von Dinosauriern. Das heißt, wenn zum Beispiel ein T-Rex ein Parasaurolophus jagt, springt die Kamera dann auch dort dahin, damit man halt dieses Ereignis nicht verpasst. Die Settings dafür sind auch sehr ausführlich, sage ich mal. Also man kann da wirklich sehr variieren und einstellen, was man halt so gerne sehen möchte. Ihr seht gerade das Menü so ein bisschen im Hintergrund, aber ich werde jetzt nicht auf jeden Punkt einzeln eingehen. Aber die wichtigsten Sachen zähle ich euch mal eben auf. Man kann halt auswählen, welche Szenen angezeigt werden sollen. Dabei kann man nicht nur ein- und ausschalten, man kann zum Beispiel auch bei Dinosauriern einstellen, dass nur Wassersaurier gezeigt werden oder nur Flugsaurier. Also da kann man dann auch so ein bisschen spezifizieren. Das gilt aber nicht nur für die Dinosaurier. Man kann zum Beispiel auch bei Beobachtungsgalerien oder Touren einstellen, welche Touren gezeigt werden sollen. Außerdem kann man bestimmte Ansichten auch komplett deaktivieren, dass zum Beispiel Touren gar nicht angezeigt werden. Die Kameraperspektiven wechseln ja nach der Zeit automatisch. Man kann allerdings auch das Ganze pausieren. Das heißt, dann bleibt die Kameraperspektive an der Stelle, wo sie gerade ist. Zum Beispiel, wenn man gerade in der Monorail-Fahrt ist und weiter in dieser Fahrt bleiben möchte. Dann kann man einfach Pause drücken und dann bleibt die Kamera so lange da, bis man das Ganze wieder aktiviert. Und man kann auch manuell die Kameraperspektiven vor- und zurückschalten. Overlays wie Stempel und diese Postkartendinger, die kennt ihr ja aus dem anderen Modus schon, die kann man natürlich auch auswählen. Dann gibt es auch noch zwei neue Zipline- bzw. Seilbahn-Varianten. Da gibt es einmal die DFW-Variante und die Jurassic Park-Variante, die ich sehr cool finde. In so einem Holz-Look. Sieht sehr retro aus. Die finde ich richtig cool, die sieht nice aus. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt insgesamt halt nur drei Stück haben, also Jurassic World, Jurassic Park und DFW. Da fehlt natürlich noch Malta und Biosyn. Ich hoffe, die kriegen wir dann auch noch. Es wäre cool, wenn jedes Gebäudeset irgendwann vollständig ist. So, hier könnt ihr jetzt nochmal zwischendurch
die Perspektiven aus dem Baumstamm sehen. Und dann könnt ihr auch mal sehen, so wird das Ganze connected. Also da vorne ist dieses kleine Gebäude, da geht's dann rein. Aber eigentlich will ich euch als nächstes die Square-Level zeigen, diese riesigen Level, die wir jetzt haben. Das sind einfach viereckige Flächen, wo man bauen kann, die geglättet sind auf den verschiedenen Biomen. Und die sind auch wirklich sehr, sehr groß. Vielleicht wird in die andere Ansicht gewechselt, genau. Und jetzt könnt ihr gleich mal sehen, wie riesig das ist. Also da ist schon super viel Platz zum Bauen. Und es gibt insgesamt davon 9 Stück. Einmal alle 6 Biome, dann gibt es noch San Diego, Südwest-USA und Kalifornien. Dann wurde auch noch über die Quality of Life Changes gesprochen. Da kann man jetzt in den Sandbox-Settings einige weitere Sachen einstellen. Zum Beispiel kann man unbegrenzte Futterstationen einstellen, das heißt, die müssen nicht mehr nachgefüllt werden. Dann kann man die Einkommenssteuer auch einstellen. Und man kann die Wildfangfrequenz einstellen. Das heißt, wenn man das höher stellt, kriegt man öfter diese Benachrichtigungen, dass zum Beispiel irgendwo ein Dinosauriervorfall war und ein Dinosaurier dort gerettet wurde. Und dann kann man sich halt diese random Dinosaurier liefern lassen in den Park. Dann haben wir jetzt auch endlich die Möglichkeit, alle Bäume aus allen Biomen in unserem Park zu verwenden. Das Ganze ist jetzt nach Biom da geordnet im Menü und dort kann man die dann schön alle auswählen. Schön sortiert sieht es auch aus, finde ich super. Da muss man allerdings sagen, das funktioniert nur auf PC und den neuen Konsolen. Dann gibt es auch noch eine neue Funktion, mit der man random Felsen platzieren kann. Also die Farbe oder Art ist nicht random, sondern nur die Form und die Platzierung. Finde ich sehr, sehr cool. Damit kann man bestimmt dann schnell schöne Gehege gestalten. Und außerdem kann man jetzt bei der Zeitkontrolle unten rechts Zeitlupe einstellen. Also da haben wir so einen neuen Knopf. Und dann kann man das ganze Spielgeschehen in Zeitlupe angucken. Funktioniert natürlich auch im Cinematic Mode. Dann wurde noch als Info erwähnt, dass halt jetzt kleinere Saurier wie der Chunkingosaurus und Hyungosaurus eine neue Animation bekommen, dass sie halt so den Kopf hoch machen, wenn sie durchs Wasser laufen. Ich persönlich wusste gar nicht, dass die beiden davon betroffen sind, dass die gar nicht durchs Wasser richtig laufen können, wegen der Tiefe. Aber die haben jetzt wohl eine neue Animation. Und ich denke nicht, dass dann diese neue Animation so ganz kleine betrifft, wie den Moros oder den Kompi oder so. Also ich glaube, die können dann trotzdem nicht durch Wasser laufen. Aber das werden wir dann alles erfahren, wenn wir noch weitere Infos bekommen. Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch eine schöne Sicht aus so einem Viewing Dome bekommen auf den U-Tyrannus. Also das ist jetzt hier DLC-Content. Das ist nicht das, was zum kostenlosen Update dazu gehört, also der Dinosaurier, der da läuft. Aber sieht doch schon mal ganz cool aus. Ist der so der erste Sneak Peek. Aber ich denke, wir werden bald auch noch einige Species Profile bekommen. So, und das war's jetzt hoffentlich kurz und knapp zusammengefasst von dem Update 6. Ich finde das Update mega, mega gut. Ich freue mich natürlich besonders auf die Cinematic-Kamera, muss ich sagen, und auf die neuen Viewing, den Dom und den Baumstamm. Ich würde mich jetzt auf jeden Fall über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.